Wir kriegen natürlich wieder das 3-Minuten-Delay. Was kann man auch so sagen? Was sind wir denn hier für Champion? Kennt hier jemand? Oh, wir haben, glaube ich, einen Drop. Einen Drop im Community-Team. Ja, sehe ich auch. Jawohl, der Bass ist raus. Was ist da los? Was ist da los? Wo ist Admin? Wo Was ist ist da denn Admin? los? Ja, Ja. wo ist Admin? Gruß an alle FIFA-Spieler bei Reality Online. Wo ist Admin? Admin. Auch Wo ist Admin? Gruß an die ESL dabei. Wo ist Case? Wir werden das Spiel nicht mal neu eröffnen. Sich spontan dazu entschieden, doch nicht mitzuspielen. Vielleicht wollte er sich. Er hat gedacht, er ist ja beim Rio-Match und jetzt hat er festgestellt, er ist bei Blamieren oder Kassieren. Ja, da hat er wohl nicht aufgepasst, ja. Da sollte er das nächste Mal vielleicht hier bei meiner Band mitspielen. Ja. Da muss man nämlich gar nichts können. Ja, der gute alte Stefan. Ja. Aber den Stefan Raab, den hatten wir ja schon mal bei Reality Online. Ja, den hatten wir zu Ostern mal gehabt. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ein Stammgast. Der ist jetzt schon ein Stammgast, so sieht's aus. So, eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Mensch, das dauert lange, da kann ich ja noch mal schnell hier Quickie machen. Du hast gesagt, sowas gibt es heute nicht, ja? Ja. Ich meine, Oli Kahn, ja, ich kann Quickie innerhalb von 60 Sekunden. Oder Boris Becker hier im Schrank. Teppichluder und so. Dir da sonst noch nicht länger als 60 Sekunden. Ja, Paddy, wir können vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben. Wir haben ja Ja. noch einen Stream diese Woche. Ja, diesen Sonntag, wird es heißt, 4. Advent, Sonntag um 21 Uhr spielt unser CSS-Team gegen das Team Acer. Das wird live übertragen auf Reality TV, der große Geschlechtserkampf Frau versus Mann im E-Sport. Die Frauen von Diesen Acer, ja. Sonntag um 21 Uhr, wie gesagt, bereits um 20:30 Uhr live, ne? Und ab 21 Uhr beginnt das Spiel, wie immer. Ja, genau. Genau. Und würde ich auch mal sagen, haben wir die eine Minute gut überbrückt? 4, 3, 2, 1 und bei mir ist Standardheim. Da war der So. Bluescreen sehen. Der Windowscreen. Black Screen haben wir schon mal. Als Leute sich jetzt hier eingeschaltet haben und fragen, was soll das? Warum bin ich jetzt hier in ein Leech of Legends Stream? Ist ganz einfach. Reality TV hat einmal im Monat einen Community Battle Abend und heute wird eben Leech of Legends gespielt und 1-6. Und deshalb bist du dabei oder seid ihr dabei? Nächsten Monat wird es wieder CSS geben und vielleicht durchaus auch noch mal Leech of Legends mal schauen. Oder nur als Haus. So, jetzt haben wir hier den Wollibär, den Wayne, den Alistar, den Nocturne, den Ari und im Community-Team Israel, Tarek, Temo, Case, der ist schwarz Ja, den haben wir und der ist tatsächlich gedroppt. der ist gedroppt, ja. Und Gangbling. Ich hatte schon mal einen Vorteil, dass das Rio-Team einen Vorteil, ne? Ob man sehr schön das Vorteil sehen kann. Case. Er ist schon Case. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also da war mal was gewesen. Aber das E-Sport ist schnelllebig und Leute gehen und kommen. Das ist genauso mein Hirn. Leute gehen und kommen. Ja. So, Oh, Spiel sollte gleich beginnen, ja? mich will so auch so ein bisschen das Fenster ärgern. Wieso unser Fenster? Jetzt geht's, ja. Ja, mein Fenster wollte ich ein bisschen bei meinem Programm hier ärgern, ja. So, ich kann nicht mal raustappen, das ist das Problem.
Leute, ihr könnt eure Fragen nicht mehr lesen und beantworten. Das muss man Silence übernehmen. Das schauen wir mal. So, aber ich bin drin. Ich hoffe, du auch. Ah, wir sind drin, ja. Wir sehen hier gerade das Community-Team. Ach, Kay ist auch wieder am Start. Wurde jetzt fleißig gekauft. Ich würde mal sagen, du guckst mal jetzt mal auf das andere Team. Ja, warte mal. Bin noch nicht ganz ready. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. So, wollen wir mal schauen. Hast du es endlich gescheckt? Ja. So, ich dachte, ich bin jetzt im, ich gucke hier im Livestream, aber ich kann ja gar nicht Livestream gucken. Deswegen wundere ich mich, warum bewegst du das Bild hier nicht? Weil, muss ich ja selber bewegen, ja. So, dann bin ich jetzt mal in der Base von Rio Allstars. Die sind auch schon fleißig am Kaufen gewesen und 30 Sekunden stellen sich schon irgendwie ganz gut auf. Ich sag jetzt mal mit zu der Mitte, einfach Mitte, ne? Also es ist Mitte. Ich weiß nicht, wie der richtige Ausdruck ist. Wie nennt man die Mitte? Das ist die Midlane, ja. Ach, die Midlane? Ja. Ja, oben die Top-Lane und unten die Under-Lane. Ja, wir sehen oben direkt den Sascha, der wartet schon. Wie er gesagt hat gerade. Oh, das Spiel wurde beendet. Ach, Jörg gewonnen. Schön gewonnen. Das war schneller als erwartet, das mein Gott. Für heute. Was denn da, was denn hier los? Was denn da passiert? Haben wir das schon gesehen?